drauf ein, aber erstmal Mitleid. Ich habe auch Mitleid mit den Polizisten. Darum sind wir jetzt mal ein bisschen kooperativ, okay? Die gegenüberliegende Fahrbahn, die wird jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Kommt alle ein Stückchen ran hier, die ganze Fläche vorm Lasten. Okay? Komm. Ja, Odessa, als ich das gesehen habe letztes Jahr, ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Was habe ich gemacht? Ich bin eine Kerze geschnappt und bin rausgegangen von zu Hause und habe mich vor die amerikanische Botschaft gestellt, im Rührt euch verharrt, und habe auf dem Rücken die ganzen Videos, die es damals gab, von Odessa abgespielt. Nonstop, 4 Stunden lang oder so. Es ging einfach, ich konnte einfach nicht mehr stillhalten. Aber jetzt lasst uns fröhlich sein, wir wollen Liebe machen und freut euch, die Sonne ist bei uns. Wir haben Sonne. Ich will noch einen Aufruf rausgeben an alle echten Antifaschisten. Wer hier wirklich Antifaschist ist, der muss mit uns und mit den Mahnwachen in Deutschland stehen, weil wir sind gegen den Faschismus, der in der Ostukraine durch die westukrainischen Azov-Bataillons wieder auflebt. Und wenn du dich als Antifaschist ernst nehmen willst, und es läuft jetzt hier, es sind 1000 Leute übrigens am Stream, die euch uns zuhören, dann musst du zu uns kommen. Und ich kann nichts lächerlicher finden als diese Antifaschisten, die es ertragen können. Und selbst wenn ihr nicht dran glaubt, dass nur mittelbar irgendwelche Faschisten in dieser Welt von unserer Regierung unterstützt werden können und du dazu nichts zu sagen hast, dann pack bitte ein und nenn dich nie wieder Antifaschist, weil das ist absolut lächerlich von euch. Ich erwarte von der Antifa, dass sie einmal Mut zeigt und gegen diese Bundesregierung aufsteht und Stellung bezieht, wenn es um die Unterstützung von Faschisten in der Ostukraine geht. Das darf nicht wahr sein. Und wenn ihr euch Antifaschisten nennt, dann könnt ihr gar nicht anders. Ihr müsst noch nicht mal auf unsere Veranstaltung kommen, aber verurteilt es wenigstens auf euren eigenen Veranstaltungen, dass unsere Regierung, dieser Regierung in Kiew, die den rechten Sektor unterstützt, quasi Geld und Waffen gibt. Das darf nicht wahr sein. Und wo sind die Antifas? Dem Pegidas möchte ich Folgendes sagen. Wir können uns schon aufregen über Ausländer, die hierher kommen. Aber wo seid ihr, wenn es um die Banker geht, wo 480 Milliarden innerhalb von einer Woche freigeschaltet werden und keiner von euch den Mumm hat, gegen die Banker aufzustehen, sondern einfach gegen ein paar, die hier wegflüchten von den Orten, wo wir die Kriege geführt haben für die Banker. Wir müssen aufstehen und denen endlich sagen, ihr müsst den Mut haben. Wenn ihr schon den Mut habt, gegen ein paar Asylanten zu meckern, dann meckert doch mal gegen die Banken, die euch die Hosen ausziehen, die euch die Zukunft klauen. Habt mal den Mut. Und die Isländer machen es unserer Regierung vor. Die Isländer sind 3 Monate um ihr Parlament gezogen. Und jetzt redet man in Island von einer Vollgeldreform. Keine Druckerpresse für Profitzwecke. Recherchiert mal darüber. Und wir kriegen hier nichts hingefüllert. Wir tanzen um den Christbaum, um uns ein paar Asylanten, die unseren Wohlstand vermeintlich bedrohen, hier zu verdrängen. Aber ihr habt nicht die Eier hinzugucken, was die Banker machen in Europa, die hier quasi Griechenland regieren und Italien. Habt ihr euch nicht am Kopf gekratzt? Ich frage, das ist doch komisch. Das waren doch die Typen, die Karre in den Dreck gefahren haben. Warum sind die jetzt plötzlich ernannte Minister in Italien und in Griechenland? Das darf so nicht weitergehen. Also liebe Pegida, zeigt mal wirklich Mut, zeigt mal wirklich Eier. Und die Antifa auch, zeigt mal wirklich Mut, gegen ein paar Mahnwachen zu wettern, die sich über die Ware im Faschismus aufregen. Dann bezieht mal selber Stellung gegen den Faschismus in Europa. Ich habe einen antifaschistischen Typen kennengelernt, der einen Blog hat, ich will seinen Namen gar nicht erwähnen, der hat mir gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich bin zu schlecht informiert. Dann habe ich ihn 2 Wochen lang zugepostet mit Informationen über Odessa, über Mariupol, über die Azov-Bataillons, und dann hat er mich gebeten, auf seinem Antifa-Blog Berichte über die Ukraine zu bringen, weil er nämlich nicht informiert war. Und dann habe ich gesagt, wenn du dich auch
und der frotzelt nicht mehr gegen die Münchner Mahnwache, weil er nämlich jetzt weiß, dass er keine Integrität besitzt, bis an dem Tag, wo er endlich als Antifaschist sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass meine Regierung Faschisten unterstützt. Das war's von mir. So, jetzt gibt's von mir noch ein bisschen Musik wieder, damit wir uns mal ein bisschen entspannen und auch wieder Spaß haben. Aber man muss auch mal sagen, wo es einfach kränkelt. So, ich werde jetzt hier, muss mal ganz kurz überbrücken. Ich werde uns ein bisschen Musik von Okie Talk geben, wieder bis der Tom vorkommt und uns wieder mit Musik hier von vor Ort versorgt.